Hallo Leute, es geht wieder um Bier. Keine Sorge, ist hier kein Fashion-Kanal geworden oder so. Ja, auch wenn es jetzt kurz so aussieht. Ich habe mich einfach kurz umgezogen. Ne? Ist so warm hier. Und ich teste jetzt das nächste Bier. Es ist auch noch nicht so lange auf dem Markt. Superfreund Pilz. Ich weiß gar nicht, was ich groß dazu vorher erzählen will. Superfreunde kennt man eigentlich mittlerweile. Die sind echt mega viel unterwegs. Kommen aus Berlin, aber sind, glaube ich, gefühlt sind die überall. Also wenn man denen so folgt auf den einschlägigen sozialen Netzwerken, die nehmen jede Veranstaltung mit. Und die kommen auch regelmäßig nach Kiel und liefern hier Bier ab. Und das finde ich total sympathisch und deshalb trinke ich das auch gerne und deshalb stelle ich euch das heute vor. Pils sowieso im Moment, eigentlich ja schon eine Weile, aber jetzt dieses Jahr habe ich das Gefühl, kriegt Pils nochmal richtig Drive. Am Anfang war das ja immer so ein bisschen, mochte man das nicht mehr, Pils. Aber es gibt gutes Pils und es gibt eben jetzt auch ein Superfreunde-Pils. Ich mache das mal auf. Die Superfreunde-Biere finde ich alle sehr solide. Sie sind nicht völlig abgedreht. Sie sind immer gut trinkbar. Und ich weiß, dass das beim Pils auch der Fall ist. Ich weiß auch, dass es ein ganz famos schönes Bier ist. So sieht Bier aus. Oh, ich vermute mal, es kommt im Video nicht so rüber. Es ist einmal sowas von schön. Feinporiger Schaum, ist ganz klar, glanzfein, es leuchtet in der Sonne. Es hat so einen kleinen Grünschimmer, vielleicht ist es aber auch Einbildung. Ich rieche mal dran. Ja, dezent, aber man riecht diesen leicht erdig muffigen Pilzton. Vielversprechend auf jeden Fall. Wohlsein. Ich habe es ein bisschen warm. Es könnte Pilz muss man kühl trinken, aber es schmeckt trotzdem noch astrein pilsig. Muffig, ja, genau, muffig. Ehrlich. Klar, schlank. Nicht zu herb. Ich mag so ganz herbe Pilsen da nicht. Es ist nicht norddeutsch. Ich würde das eher so Richtung südlichen, vielleicht einen böhmischen Einschlag. Es ist kein besonders bitteres. Ich weiß gar nicht, schreiben die es da. Es hat 4,8%. Ibu, Fehlanzeige. Also Etikett ist ansonsten ziemlich geil, aber super Freunde Etiketten finde ich sowieso sehr punkig. Was kann man noch sagen? Eigentlich nicht viel. Das Problematische, ich würde es nicht problematisch nennen, aber das, was verständlicherweise oftmals gegen Pils spricht, ist, dass es ein unverfängliches Bier ist. Ein Bier für den ganzen Abend. Und nicht ein Bier, wo man erzählen kann, oh, hast du das schon mal da, weißt du da, oh, dieser Aromen. Und dann, wenn man das nochmal beim dritten Schluck links um die Zunge rum, das ist beim Pils, ich hab noch nie einen Pils erlebt, das großartig spaltet oder polarisiert. Und das ist eine Gabe und das ist ein Nachteil. Und man muss aber nur wissen, wann hat man Pils zu trinken und wann das andere. Das ist alles. Das ist ganz simpel. Und ich bin kein ausgewiesener Pils-Fan, aber so im Sommer zum Grillen, hey, ist das gut. Das ist ein gutes Bier. Und so wie ich die Superfreunde kennengelernt habe und so wie ich sie einschätze, trinken die auch ganz gerne mal mehr. Und haben sich wahrscheinlich gedacht, den ganzen Pale Ale IPA-Kram ist schön und gut, aber wenn wir uns mal behaken wollen, brauchen wir Pils. Hier ist es. Probiert das und abonniert den Kanal. Seht weitere famose Fashion Biervideos von mir. Tschüss.